So, was geht denn ab, Leute? Und guten Morgen, nicht? Also ich bin jetzt gerade aufgestanden und ich würde sagen, dass es richtig geil ist. Ich bin jetzt richtig spät aufgestanden. Das erste Mal, dass ich in Portugal richtig spät aufgestanden bin, ey. Einfach mal um 11 Uhr aufstehen und den Upload des Videos starten für das gestrige Video, war GG. Richtig geil. Ich bin gut drauf, ey. Das hat schon mal gut gesessen, aber ich habe mega Hunger. Meine Eltern haben geklopft. Frühstück, habe ich nein gesagt und jetzt brennt mir der Magen, Alter. Da müssen wir jetzt gleich erstmal was suchen. So, da sind wir noch. Immer in der Butze im Hotel. Und zwar, ist jetzt eine Stunde oder anderthalb schon vergangen. Und ich habe immer noch nichts gegessen, gar nichts. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg, nicht, dass wir dann irgendwie verkrüppeln. Meiner Mutter geht's scheiße. Wir müssen aber heute Nachmittag noch wohin. Das heißt, sie muss bis dahin auskurieren, bleibt jetzt erstmal hier in der Butze, schläft sich noch ein bisschen aus. Und ich habe gerade die Nachricht von meiner Freundin gekriegt aus Deutschland, dass sie sich im Kindergarten mit Streptokokken angesteckt hat. Also von euch aus dann halt vorgestern hat sie sich angesteckt oder ist es ausgebrochen oder weiß der Geier. Also das ist schon richtig, richtig scheiße. Ist jetzt auch ein bisschen, also eben gerade die gute Laune ist damit ein klein wenig verflogen. Meiner Mutter geht's scheiße, meine Freundin zu Hause, Streptokokkenei. Höchstwahrscheinlich darf ich dann auch erstmal, wenn ich dann zu Hause bin, die ersten ein, zwei Wochen oder sowas, darf ich gar nicht nach Hause. Also weiß ich auch noch nicht, wie das mit dem Livestream aussieht. Tja, keine Ahnung, ey. Mal sehen. Ich muss jetzt erstmal meinen Vater wiederfinden, der vorgegangen ist. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt hin ist, der Trottel, ey. Läuft einfach irgendwo hin, anstatt vor der Tür stehen zu bleiben, ey. Der Typ. Einfach nirgends zu sehen. Naja, ich suche jetzt erstmal. Dann geh wieder hin. So, wir waren jetzt einkaufen, hier übelst warm. Wir haben Mama halt was mitgebracht, so Joghurt zum Saufen und so ganzen Scheiß. Weil Papa meint, die braucht jetzt Zucker, dann geht's ihr gleich besser und sowas alles. Ja, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt wieder zurück. Heute wird, glaube ich, ein träger Tag, weil meine Freundin zu Hause ist, glaube ich, seelisch verbunden mit meiner Mutter. Die hat Streptokokken und schon kippt meine Mutter hier auch aus den Latschen und kann auch nicht mehr und alles, ne? So muss ich diese schwere Tüte hier wieder auf meinen kleinen Finger nehmen. Also, huio! An den PC. So, Leute. Und zwar hängen wir hier schon wieder in der Kapuze rum. Und wir haben keinen Bock. Draußen ist 25 Millionen Grad. Und sobald du da einmal rausgehst, so aus der Tür, ein Meter, denkst du so, okay, umdrehen. Und bist schon nass wie auf der Unterhose. So, weil es so verdammt heiß ist. Und Mama die ganze Zeit, ich muss schlafen, sonst kotze ich. Und deswegen hängt die dann auch die ganze Zeit hier rum und schläft. Und das Einzige, worüber wir uns jetzt unterhalten, ist, warum können diese portugiesischen Cookies so viele Kalorien haben und diese Frutas, Fresa, Morango hat einfach weniger. Und mein Vater, kann ich gar nicht glauben, in Deutschland hat schon ein Apfel mehr Kalorien als der hier auf 100 Gramm, 308 Kilojoule, 73 Kilokalorien. Ja, auf 100 Gramm, da mussten wir uns erstmal darüber unterhalten. Und dann habe ich ihn erstmal auf Portugiesisch vorgelesen. Leite fermentado azurado aromatizado. Siehst du, hier sind Aromastoffe drin. Und mein Vater, kann ich gar nicht glauben, bei uns in Deutschland hat der Apfel mehr Kalorien und so einen ganzen Käse. Ne? Was? Können Sie das nochmal lauter ins Mikrofon sagen? Lassen Ihr Kind jeden Tag zwei von diesen Flaschen. Hier in Portugal empfehlen wir Ihnen und Ihren Kindern, trinken Sie zwei bis drei Flaschen von diesem Zeug. Lassen Sie es lange mit der Nuckelflasche rumlaufen. Das ist dann, ey, dann rollt es über die Straßen, braucht kein Fahrzeug und nix. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Endlich gibt's was Warmes zu essen, aber obwohl ich gar keinen Hunger habe, ey. Diese 1000 Kalorien Kekse und 5 Millionen Milch haben eigentlich schon gereicht, aber meine Eltern wieder so und dann wieder so Dann gehen wir los, ziehen uns die Unterhose aus der Ritze, die sich da schon verklemmt hat, wenn wir hier so jahrelang rumhocken, ey. Und wir besorgen, Ricardo holt uns auch gleich ab. Gleich wollen wir los und Ricardo kommt dann so lalala. Na gut, lalala vielleicht auch nicht, er kommt von der Arbeit, wir stressen ihn, er muss uns da hinfahren und er kackt rein so. Lass mich in Frieden, ihr Deutschen. Du musst es nirgendwo hinhalten.
Ja, er kommt freiwillig mit, das denkt er zumindest. Also bis gleich. So, wir sitzen jetzt hier in einem Café wieder mal. Machen wir uns zu, es kommen die Fliegen rein, ey. So, auf jeden Fall lasse ich euch das jetzt einfach mal, wir essen jetzt und ich nehme das ganze Essen auf, ist mir scheißegal. Stell euch hier genau auf den Tisch und lasst euch mal einfach ansehen, was hier so abgeht. Ich weiß es auch nicht, wir werden uns das einfach reinziehen und jetzt muss ich aber erstmal die Kamera aufstellen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal Jahre dauern. Erstmal hier rausklappen hier. Each. Eltern sind die letzten Tröten, ey. Die helfen mir nicht beim Aufnehmen, die wollen euch nicht die Gegend zeigen, ey. Kein Stück wollen die irgendwann. Film uns nicht beim Essen! Wisst ihr, das wäre doch richtig witzig gewesen. Also, verschwindet so das Essen vom Teller. Aber nein, die machen keinen Spaß mit, ey. Mein Gott! So, gut, wir setzen uns rein. Papa sagt, oh, mein Glücksstand, den habe ich auch gefunden. Papa sagt, ihm stinken die Abgase von den Autos zu viel. Deswegen will er rein und kotzen und bla bla bla, kotzen bla. Deswegen setzen wir uns jetzt genau hier rein. Ne, perfekt. Ne, Mama? Willst du noch was dazu sagen? Können wir auch nicht. Immer aufhören. Ne? Was denn jetzt? So, Ricardo ist da und dann kannst du gleich losgehen. I didn't talk. Because I'm going to talk about the black market in Portugal and it's hard to be on YouTube, ne? Leute, wir reden hier nur noch über Schwarzmarkt. Hau da rein! So, wir sitzen jetzt in Ricardos Auto. Wir machen uns auf den Weg. Sind wir ausgestiegen aus dem Auto. Er parkt jetzt erstmal. Ihr habt eben gesehen, wir sind hier im Kreis gefahren, weil es hier richtig scheiße zu parken ist. Hier ist alles immer voll. Und wir treffen uns jetzt mit denen. Und das war eigentlich der Plan. Ne? Dann gehen wir nicht zum Strand. Meine Eltern haben sich entschieden, wir verabschieden uns heute, nicht morgen von unseren Verwandten, sondern heute. Deswegen fahren wir nicht zum geileren Strand. Ey. So, wir treffen uns jetzt erstmal. Und ich würde sagen, hau da rein, wir sehen uns dann und wow. So, da sind wir. Wir haben uns auch getroffen schon mit den netten Leuten, mit denen wir uns treffen wollten. Eine nette Omi ist auch dabei, kann aber leider nur bruchweise Portugiesisch jetzt reden, weil sie taubstumm ist und viel gestikulieren muss sie. Aber es ist recht witzig, macht nette Sprüche. Wir sind hier wieder im Park. Also da hinten ist auch das Café, wo wir gestern waren und da seht ihr auch schon den Brunnen. Ja, da sind wir gestern schon rumgelaufen, jetzt sind wir heute schon wieder da. Das Café ist halt auch ziemlich geil. Naja, wir machen jetzt aber auch wieder Schluss, beziehungsweise machen uns wieder auf den Weg. Und jetzt fahren wir auch noch wieder zu meinen Verwandten zurück und sagen zu denen Tschüss. Wir verziehen uns ja jetzt von Portugal morgen. Und morgen müssen wir dann wieder ins Flugzeug steigen. Also das wird natürlich jetzt auch wieder so eine Angelegenheit, ey, vom Feinsten. Naja, ich bin jetzt erstmal raus, bis gleich. So, was geht denn ab? Wir sind bei meinen Verwandten und reden hier so ein bisschen rum, ne? Schon seit Stunden eigentlich. Wollten uns ja bei ihnen verabschieden und guckt euch mal diese kleine Katze an. Die hier. Will dich nicht angucken? Gucken? Die hält wohl die Zunge raus die ganze Zeit, ey. Voll cool, ey. Naja, gut. Wir verabschieden uns jetzt von unseren Verwandten, denn wir gehen ja morgen nach Hause. Und hier die Schafen auch schon alle rum, die Katzen. Ja,
Wir bewegen uns jetzt Richtung Haus, Richtung Zuhause. Und es ist einfach schon hier, seht ihr das? Bei uns 20 vor 10. Ich würde sagen, also heute haben wir nicht viel erlebt. Wir sind auch nicht an den Strand gegangen, weil wir uns ja bei unseren Verwandten verabschieden wollten. Und morgen ist Abflug. So, wir bewegen uns jetzt auch fort. Ricardo fährt uns nach Hause. Nicht, Ricardo? Ja, it's time to go. It's time to go to Germany. Morgen fahren wir ab. Ja, wir machen jetzt aber nichts mehr. Jetzt sage ich, hau da rein, ihr solltet noch mal sehen, wie dunkel es hier ist. Die Nacht. Also das hier wird ein sehr kurzes Video, weiß ich jetzt schon. Hier riecht es echt stark nach Fisch, ja. So, raus sind wir aus dem Auto ausgestiegen und wir sehen jetzt auch Ricardo zum letzten Mal. Erstmal. Wir sehen Ricardo zum letzten Mal. Er wird sterben. Nein, wird er nicht. Denke ich. Wir sehen uns jetzt erstmal die nächsten Wochen nicht mehr. We see ya. Oh, we see. It's not a goodbye because I only just say bye bye and two weeks you come. Yes. Affenklappe. Yeah. Bye bye cousin. Yeah. Bye bye. So. Gut Leute, das war's dann jetzt auch hier. Jetzt sage ich gute Nacht, haut rein, bis demnächst und wir sehen uns jetzt noch beim Abflug.